Servus, hallo. 14 Tage ist es her, als ich das letzte Video gemacht habe. Da habe ich ziemlich genervt die Tour abgebrochen, weil viel zu viel los war. Heute hoffe ich, dass es wesentlich besser wird. Ich bin auf dem Weg nach Langenargen und wenn ihr Lust habt, folgt mir. Alles Weitere nach dem Intro. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute mal, ihr habt es gesehen, von Ravensburg aus möchte ich gerne die Argen entlang fahren in Richtung Langenargen, also zum Bodensee. Ja, hab mal wieder Lust, ein bisschen was zu machen. Heute ist Freitag, ich denke mal, da ist nicht so viel los, hoffe ich zumindest mal. Freue mich, euch wieder mit auf die Tour mitzunehmen. Ja, Wetter habe ich gerade schon einen Schock gekriegt. Wetterbericht sagte 28 Grad. Ja, als ich hier ankam, hat es gewittert und geregnet. Ich habe keine Jacke dabei, aber ich bin ganz zuversichtlich nochmal nachgeschaut, dass das Wetter relativ stabil bleibt. Naja, und zu warm ist ja auch nicht so schön beim Fahrradfahren. Also, ihr habt Lust, mir wieder zu folgen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß. Wetter hat man nicht im Griff. Ich hoffe einfach mal, dass es so beständig bleibt. Ja, heute soll es von Ravensburg an der Argen entlang gehen in Richtung Langenargen und zurück. Ja, und ich freue mich drauf, wieder auf dem Rad zu sitzen. Nach 14 Tagen wird es auch wieder Zeit. Ja, und dennoch, okay, da ist ein blauer Fleck. Sehen die Wolken relativ bedrohlich aus. Schon nach Gewitter, ne? Gut. Drückt mir mal die Daumen, dass es noch ein bisschen besser wird. Kirschen sind alle schon schön rot. So, und das wusste ich auch nicht. Es gibt doch Tatsache ein Kloster der Buddhisten in Ravensburg. Windhoek-Kloster, wenn ich es richtig ausspreche. Okay.
Die Strecke ist geht über Landstraßen direkt durch die ganzen Plantagen durch, Hopfen, Kirschen, Äpfel, reizvoll schön. Nur schade, dass Komoot immer wieder irgendwelche Landstraßen nimmt, wo man mit Autos vorbeifahren muss. Ah ja. Wo sichtlich Fahrradwege links und rechts irgendwo anders entlang gehen, fährt Komoot immer wieder mal Landstraßen. Nicht unreizvoll, das ist richtig, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Radfahrer ihre Touren aufzeichnen und irgendwie willkürlich gefahren sind. Ja, und man nimmt dann irgendwann mal so eine Tour und sagt, ach, das sieht ganz gut aus, ich fahre das. Gut, hat seinen Reiz. Die Reiher sitzen hier und keiner weiß, worauf sie warten. Ja, Tiere am Wegesrand. Immer wieder was Schönes. Ja, jetzt haben wir 19 Kilometer zurückgelegt, von Plantage zu Plantage. Ja, Wetter geht eigentlich, hab's mir schlimmer vorgestellt, so nach und nach kommt auch wieder die Sonne raus. Und ich habe sowieso nicht so mit Wärme, deswegen bin ich doch irgendwie dankbar dafür, dass es nicht zu arg warm ist. So, jetzt habe ich da was entdeckt. Gucken, ob wir es auf der Kamera kriegen. Seht ihr da das Bierchen? Es versucht irgendwo da durchzukommen. Oh, Vorsicht. Puh, das hatte jetzt langsam aber Panik. Ja, hier ist alles voll mit Plantagen und es ist eingezäunt und das arme Tier wusste jetzt überhaupt nicht, wo es hingehen sollte, weil es an jeder Ecke, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch mit dem Rad kam, gegen die Zäune gelaufen ist. Aber ich kann euch beruhigen, auch wenn es die Kamera nicht erfasst hat. Es ist dann noch den richtigen Weg eingeschlagen und konnte dann in den Wald rennen. Ja, und hier wächst der Hopfen fürs Bier. Anfangs hatte ich gesagt, ich fahre die Argen entlang irgendwie. Weiß ich nicht, ich bin mal einmal nicht dem Weg gefolgt und dementsprechend hat Komoot umgeroutet und es ist jetzt immer irgendwie die Schussen. Also irgendwo geht es dann immer links, wenn ich so gucke. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich versuche mal, das hier mal festzuhalten. Links geht dann komplett die Schussen entlang. Gut. Sollen wir gleich sein. Der Weg ist aber der richtige, so wie er geplant war. Ich bin in Richtung Langenhagen und denke, da werden wir auch ankommen. So, und wie ich schon an der Nordsee sagte, weiß ich nicht, ob das auch hier im Süden gilt. Wenn die Kühe liegen, wird das Wetter schlechter. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, verlinke ich euch oben das Video. So, eine Bank gefunden und jetzt trinken wir erstmal was. Ja, also es grummelt. Es grummelt immer noch und man muss da immer wieder mit rechnen, dass es doch noch regnet. Ja,
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass ich das schaffe. Jetzt erstmal was trinken. Dass ich das schaffe, ohne nass zu werden. Ich hoffe es mal. Ich denke, ich vertraue da jetzt dem Wetterbericht, auch wenn er jetzt schon völlig daneben ist. So, weiter geht's. In der Hoffnung, dass wir trocken bleiben. So, eine wunderschöne Holzbrücke über die Schussen. Radfahrer absteigen, schieben, das tun wir. Ja, schön hier. Historische Holzbrücke von Ehreskirch. So, Naturschutzgebiet Ehreskircher Ried. Das ist schon ein verrückter Kontrast. Jetzt gerade knallt die Sonne, dahinter sind schwarze Wolken. Uff, mir soll es recht sein. Hauptsache ich werde nicht nass. Das ist auch die Hauptpriorität für heute, dass das Wetter so hält, dass es letztendlich trocken bleibt. Und wie auch unschwer zu erkennen, gibt es reihenweise andere Radfahrer, die unterwegs sind. Aber ich zeige euch mal, wie es da hinten aussieht. Hinter mir die Sonne. Und da ist alles schwarz. Also schauen wir mal. Ihr seht's, da, Langenhagen angekommen. Jetzt fahren wir mal runter zum See. Langenhagen, der Bodensee. Ja, ich stelle immer wieder fest, wenn ich dann am See bin, wie schön wohnen wir eigentlich. Ja, viele sagen immer, ach, muss das schön sein. Da arbeiten, da leben, wo andere Urlaub machen. Ja, es ist schön, dass man das vor der Haustür hat, aber täglich können wir das auch nicht. Und dennoch genieße ich's. Thank you.
Hagen erreicht, das schöne Schloss angeschaut. Nun geht's weiter auf der Tour wieder in Richtung Ravensbrück. Habe ich mir ein lecker Schnitzelbrötchen geholt, das werden wir dann nachher verspeisen. Jetzt fängt es doch an zu regnen. Ja, nur ein paar Tropfen. Ich denke, das werde ich überleben. So, also doch nicht nur Schussen, sondern auch Argen. Ich wusste doch, irgendwo war der Weg an der Argen entlang. Und die werden wir nämlich jetzt, laut Navi, auch entlang fahren. Ja, wunderschöner kleiner Wasserfall, super. Jetzt hatte ich gerade zwar eine Bank gefunden, aber die ist so im Dunkeln hier im Wald und ja, es fängt auch wieder leicht an zu tröpfeln. Ich hoffe mal einfach, dass ich nicht einen kompletten Regenguss abkriege. Aber ich habe noch einen Schnitzel dabei, Schnitzelbrötchen, und das will ich natürlich auch noch essen. Ja. Ich glaube, ich bleibe doch hier, denn hier ist eine Bank und ich weiß nicht, ob ihr das seht, ein paar Tropfen sind da, es ist jetzt noch annehmbar, aber ich denke, hier unter den Bäumen kriege ich weniger Regen ab, wenn ich jetzt eine Kleinigkeit esse, als wenn ich weiterfahre. Also, jetzt wird gespeist, es ist auch Mittagszeit, es ist 11.26 Uhr, da muss einfach was rein. Also, Hintern nass gekriegt. Jetzt müssen wir uns erstmal unter die Bäume stellen, weil, wie schon am Anfang gesagt, ich habe keine Jacke dabei. Ja, es regnet. Noch ist es, ja, ich habe noch den Helm auf. Ich weiß nicht, ob der mich vom Regen schützt, glaube ich wohl eher nicht. Und der hat Löcher. Quatsch mit Soße. Ja, was soll ich sagen? Ich muss was essen und hier unter den Bäumen habe ich weniger wie da draußen. Es ist richtig am Gießen. Gott sei Dank, Kamera ist wasserdicht. Ich lasse mich einfach gar nicht ärgern. Ich werde jetzt einen Kaffee trinken. Und hier mein wohlverdünntes Brötchen essen, das ich gerade in Langenahn gekauft habe. Ich komme nicht drum herum. Irgendwie muss ich wieder zurück. Und wenn man die Jacke nicht dabei hat, dann soll es wohl im Regen sein. Pech gehabt. Also, guten Appetit. Im Schnelldurchlauf. Leute, was soll ich sagen? Ich krieg gerade so den Arsch nass. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es ist alles batsch nass.
Irgendwie habe ich mir diese Fahrradtour anders vorgestellt. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Weder auf Komoot noch auf den Wetterbericht. Ich hatte heute Morgen extra nichts eingepackt, weil angeblich 28 Grad. Ja. Regen erst gegen Abend. Und jetzt sitze ich hier im strömenden Regen. Egal. Jetzt muss ich da durch. Geht nicht anders. Ich habe noch 23, 26 Kilometer. Irgendwie sowas habe ich noch vor mir. Und ich hoffe mal, ich fahre vom Regen weg. Ansonsten bin ich irgendwann durchnetzt in Ravensburg. Also bis gleich wieder auf die Strecke. So, jetzt habe ich sowas von den Hintern nass gekriegt. Also, ja, es hat sich gelohnt. Aber es lichtet sich jetzt. Ich mache mich wieder auf den Weg, weil nützt ja nichts. Ja, es hat sich gelichtet. Ich hoffe, das war der einzigste Regenguss. Ja, möchte mich an dieser Stelle mal bedanken. Ich hoffe, ihr schaut zu. Alle, die mich bei Facebook Spaß gewünscht haben und Glück gewünscht haben, nicht in den Regen zu kommen. Schief gelaufen, ne? danke dafür. Kriegen wir hin. Es ist jetzt nicht so kalt, dass ich mir hier einen weghole oder sowas in der Richtung. Nee, das passt schon. Ich gehe jetzt frohen Mutes wieder in Richtung Ravensburg und ich denke, dann werden wir das auch hinkriegen. Wer will denn mehr? Die Sonne kommt wieder so ein bisschen raus. Warm ist es. Weiter geht's. Tettnang erreicht. Tettnang hat ein wunderschönes Schloss, habt ihr gerade gesehen. Auch das Rathaus ist nicht zu verachten. Wer noch nicht hier war, wie ich das immer sage, kommt vorbei, guckt es euch an, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt geht's weiter, die Sonne kommt raus und ich bin weiter auf dem Weg in Richtung Ravensburg. Aus Tettnang raus, jetzt sind es noch 14 Kilometer bis nach Ravensburg. Wieder schön hier durch die Hopfenfelder. Ja, haben es bald geschafft.
nasses Unterhöschen, die zweite. Also, wenn ich dann heute Morgen noch geglaubt habe, dass schönes Wetter ist, jetzt weiß ich es definitiv, dass es nicht der Fall war. Ja, ich würde mal sagen, ich bin nass und das sogar sehr gut nass. Aber ich habe es ja nicht anders gewollt. Sonne scheint! Naja, ich bin ja auch 6 Kilometer vor Ravensburg. War klar, dass jetzt das Wetter auch besser wird. Ja! Hier in dem Ort Oberhofen wohnt eine liebe Freundin. Und wenn du das jetzt guckst, liebe Gerda, ich wäre ja zum Kaffee gekommen, aber du hattest ja keine Zeit für mich. Nein, ich weiß, alles in Ordnung. Ich düse halt durch und wir sehen uns sowieso morgen. Tschüss. So. Und wieder am Auto angekommen. Gleich zum Fazit. So, ihr Lieben. Herzlichen Dank, dass ihr mein Video wieder angeschaut habt. Es war eine super Tour. Mir hat es eigentlich Spaß gemacht. Bis auf den Regen. Aber gut, okay, das kannst du nicht einplanen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Klickt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht einen Daumen nach oben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.